Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Ich heute in Uniform, weil es ist die 200. Sendung und das feiern wir natürlich auch ein bisschen. Dann gehen wir in die Wüste und mit Birte zusammen machen wir Musik. Es wird richtig fein. Viel Spaß. Das ist also unsere 200. Ausgabe. So lange machen wir das schon. Es macht uns allen hier richtig Spaß. Die Kollegen hinter der Kamera nicken jetzt. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich herzlich bedanken bei allen denen, die es angucken, aber auch bei allen denen, die uns mit so tollem Material versorgen an Bord. Vielen, vielen Dank. Und jetzt seht ihr ein paar Glückwünsche. Und bitteschön. Das Primetime-Team von AIDA Diva gratuliert zur 200. Ausgabe des Primetime-Magazins. Schauen Sie mal. Wir von AIDA Stella finden, 200 Folgen sind fast wie ein 200. Geburtstag. Und deswegen stehen hier 200 Gäste, die dich alle schon gesehen haben und alle mögen. Und wir wünschen dir Happy Birthday! Und bitteschön. Wir sind sehr stolz, ein Teil davon zu sein. Grüßen euch hier aus der Karibik, also liebe Grüße ins kalte Hamburg, von der AIDA Luna in die Mutterzentrale von AIDA Entertainment. Und wir singen alle mit ganz, ganz viel Freude und aus tiefstem Herzen Happy Birthday, liebe Primetime. Happy Birthday to you. 200 und dabei kein bisschen alt. Und deswegen wünschen wir euch ganz viel Spaß bei 200 neuen Magazinen und bitteschön. AIDA Nova meldet sich heute aus einem ganz besonderen Anlass hier aus dem Studio X. Herzlichen Glückwunsch zur 200. Sendung des Primetime Magazins. Und ich bin nicht der Einzige, der sich freut. Bitteschön! AIDA Sol sendet euch aus Marseille. Alles Gute zur 200. Ausgabe. Hey! Das Tolle an unseren Reisen ist, dass wenn man in den Hafen kommt, in ein fremdes Land, auf eine fremde Insel, dass man immer gleich das Gefühl dieses Landes mitkriegt. Wie zum Beispiel auf Grenada, wo unsere Entertainment-Managerin Birte eine Steel-Drum-Schule besucht hat. Und sie hat gespielt. Und es war nicht schlecht. Guck mal. Und bitteschön. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf Grenada, der Insel der Gewürze. Aber nicht nur dafür ist die Insel bekannt, sondern auch für andere wirklich tolle Dinge, unter anderem die Steel Drum. Und wie das Ganze funktioniert, wie man das erlernt und wie es sich dann anhört, das wollen wir heute mal erfahren. Und zwar in einer Schule für die Steel Drum. Auf geht's! Hi, I just would like to know very first, what's your name? Alright, my name is Jeremy Otley. I'm the junior teacher of the band New Dimension. That's cool. How many teachers do you have here? Two teachers. Two teachers, okay. So quite young for a teacher. How long did you play the steel drum before you could become a teacher? Well, I've been playing steel drum for 11 to 12 years, sorry. How did it get to the island? How did it work that you have specifically here steel drums? So the steel drum was made in Trinidad and Tobago, but it was first played in Grenada. So it was imported from Trinidad to Grenada. So for how many people do you have here in total who are learning this? This band? Yeah. Approximately 87 or 87. 87. Like this one here is called the guitar pan, just like the strumming guitar. This is the bass. Whoa! Right. The beast. The bass. Right. Okay, so cool. Six of them. So one person is playing six of them. Yeah. Right. And those here, like the small ones in front, are called the tenor, single tenor. So they play the melody of the band. So the vocals. Right. And those here, the four here, are called cellos, right? And they play the background of the song. So you have a full orchestra. Yeah, full orchestra. Yes. How do you arrange it? If a tone is not the right level anymore, how do you do that? So we don't tune pans in Grenada. So we have tuners from Trinidad come to Grenada and tune the band. So what they really do is have their special equipment. So with that one you can right. check up. You're finding the note, right? Same thing. If the note is cool, okay. Right. Right? Okay. Well, that's quite cool. But now we've talked a lot about it. Actually, I would love to hear something. And probably I could even join in with one tone. One, two, three, four, and...
remember, which age did you start to do the steel drums? 12. With 12. How old are you now? 13. Wow, that means, have you been part of the concerts already? Yeah. Okay, what's your favorite song with a steel drum? How long do you play steel drum? I was playing for a few years, but then I stopped and then I sat back. Whoa, so long. Does your parents also play the steel drum, or was it just your wish? Are you the first? I'm the first. Well, okay. My sister too, my bigger sister. What's your favorite song? Let It Go by Boys. Deswegen ist es so cool, mit Aida Perla hier unterwegs sein zu können, weil man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Musikinstrumente kennen und man macht neue Freunde. Und in diesem Sinne, meine Lieben, everybody now! Und nach diesen quirligen Bildern geht's ab in die Wüste. Natur beobachten, auf Jeep-Safari, großartige Bilder, einen tollen Clip haben die Kollegen geschnitten. Bitteschön. Und bitteschön. Und herzlich willkommen hier in Dubai. Sie sehen schon die Wüste hinter mir. Heute machen wir eine Wüstensafari. Zuerst geht es mit den Jeeps einmal durch die Wüste und danach haben wir noch ein leckeres Barbecue. Viel Spaß! Ganz ehrlich, das wollte ich auch noch mal gerne machen und dann muss ich mal ins Reisebüro gehen oder auf www.aida.de, um mich zu informieren. Genau wie ihr. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in der Weltmetropole New York und fahren zuerst nach Hamilton auf den Bermudas. Weiter geht es nach Nassau und nach Miami. Wir machen noch Halt in Port Canaveral, in Norfolk und in Baltimore und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach New York. Und zum Schluss wie immer die wundervollsten Bilder von Bord mit der schönsten Musik. Und ich gehe jetzt auf Aida Nova in Urlaub. Tschüss. All these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection.
Ein Horrorfilm geht anders. Horrorfilm geht ja so. Und jetzt möchte ich mich nochmal ganz besonders bedanken, und zwar in unser aller Namen, im Namen unserer Gäste, im Namen meiner Kollegen. Ja. Ja, der echte Oscar. Die Musik kommt schon. Und meine Mutter, mein Vater. Ja. Und jetzt möchte ich mich bei der Gelegenheit Hallo. Und wie versprochen, jetzt Bilder von der Weltreise, vom Südzipfel. Ach, das darf ich nicht sagen, Südzipfel, ne? Und jetzt möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei meiner Frau, bei meiner Familie und bei allen denen, die mich gern haben, dafür, dass ich heute diesen Oscar gewonnen habe. Und dann bin ich nach Karlsruhe gezogen, beziehungsweise nach Ettlingen, Neuwiesen-Reben. Witwitsch ist ein kleiner Vorort von Karlsruhe. Und dann war mein erster Schultag. Naja, bin ich da hingegangen vor die Klasse, hab gesagt, Tag, ich bin Boris, wa? Und da hat die Lehrerin gesagt, na, was hat sie gesagt? Genau, sie hat gesagt, jetzt gehst erst einmal raus und lernst gescheit Deutsch, wetzige. Und da bin ich hinausgegangen und hab erst einmal gescheit Deutsch, wetzige gelernt.